Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How I Met My T55 Alpha. Wir sind heute im Zug unterwegs mit 1 Rakete in seinem E75 und mir selbst in meinem Jagdtiger, und zwar auf der Karte Kloster in einem Standardgefecht. So, was haben wir hier? Ihr seht's, wir sind Top-Tier, die einzigen 2-9er in unserem Team. Also beste Voraussetzung, diese Mission zu erfüllen. Und dann schauen wir mal, ob wir es auch gebacken kriegen. Von der Statistik her ist uns das Gegnerteam etwas unterlegen. Aber manchmal ist es ja komisch. Auch die können einen guten Tag haben. Es sind noch 2 Artis dabei. Wir haben erstmal überlegt, ob wir überhaupt hier hinfahren sollen. Ich habe gleich gesagt, ich will dahin, wo es kracht. Ich muss die Mission erfüllen. Wir sind in der JP15 für den 28 HTC. Ja gut, das Kommentar konnte ich mir nicht verkneifen. JP15 für den HTC, genau. Also, wir müssen erledigen 4000 Schaden. Hier steht es natürlich nicht mehr. 4000 Schaden und für die Nebenziele 2 Abschüsse. Dann stellen wir uns auch mal gleich dahin, weil genau das so schön offen ist. Jetzt haben wir den Ferdi erstmal halbiert und das Team kann den Rest machen. Ich glaube, ja genau, hatte ich den eine Goldgranate reingehauen? Nee, hatte ich nicht. Nee, das war ein anderes Spiel. Okay. Ja, CD fahren heißt warten. Ich bleib also lieber hier hinten. Da ist die Torte. Das ist so mit das gefährlichste Ziel gerade. Und da sehe ich einen 8-8er Jagdtiger. Kommt an die Torte nicht mehr ran. Deswegen Ziel wechseln. Ihm auf die Kante hauen. Hab genau aufs Antriebsrad getroffen. Warum ich jetzt aufgehe, keine Ahnung. Will noch schnell einen zweiten Schuss rausdrücken, bevor ich mich wegbewegen muss. Weil ich wirklich Angst habe, dass mich die Arte hier erwischt. Beweg dich mal, genau. Auf einen Einschlag gewartet, irgendwie kam nichts. Dachten wir, naja, vielleicht sind die anderweitig beschäftigt. So, ihr seht's, den Jagdtiger habe ich offensichtlich erwischt und da haut unsere Arti zu. Irgendwas hat unseren ES3 noch erwischt von den eigenen Leuten. Sei es drum. Ich muss vor, hier passiert nämlich gar nichts mehr. Wir sind also bei 1644 Schaden plus dem einen Schuss, der ja zwar getroffen hat, aber wo ich nicht weiß, wie viel Schaden er verursacht hat. Also, wird jetzt irgendwas um die 2000 Schaden sein. Und so her, beste Voraussetzung. Hab mir aber gedacht, jetzt darfst du nicht locker lassen, jetzt musst du wirklich dranbleiben. Also wirklich die HP einsetzen und ab dafür. Deswegen hier in die Mitte rein. Das haben sie ja mittlerweile so flach gemacht, dass man da auch wirklich wunderbar lang kann. Natürlich zersehe ich dann mir gleich den Motor. So, ein bisschen winkeln. Und weg. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. AMX M4. Die arme Sau. Mit so einem Auto gegen einen Neuner, das ist nicht nett. Wir sind jetzt bei 2,6 und ein Abschuss. Da ist der M4. Und wunderbare Querfahrt. Hingesnappt. Passt. So, der kriegt jetzt natürlich Angst. Braucht bloß noch eine Kelle von mir. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hat nicht ganz gepasst, aber immerhin. Hab maximalen Schaden rausgeholt mit den 2 Schüssen. Alles ist gut. 3774. Ja, plus die... Was werden das gewesen sein? Ich sag mal, 4500er Kelle. Also meine 4000 Schaden habe ich auf jeden Fall schon mal drin. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Abschuss. Und dann sind wir durch. Während 1 Rakete sich da hinten rumprügelt. Keine Ahnung, wie er getroffen hat. Er hat getroffen. Ja, natürlich geht jetzt alles durch, trotz Winkeln. Deswegen dachte ich mir, egal, den nehmen wir jetzt raus.
4804 Schaden. Motor repariert, weiter geht's. So. Und dann war es das quasi auch schon gewesen. So schnell kann es gehen. Zwei Abschüsse haben wir. 5000 irgendwas Schaden. Ihr seht es dann in der Auswertung. Ja, was ist dazu noch zu sagen? Das ist der Fluch des Hyde. Hier ist natürlich wieder nur eine erste Klasse, kein Meister. Mal gucken. Irgendwann werde ich den Jagdtiger auch nochmal meistern. Aber das Wichtigste ist erstmal JP15 geschafft. Meine Tiger-Crew ist jetzt vollständig. Sind jetzt alle Mädels drauf. Und jetzt kann es weitergehen. Bin jetzt mit den Heavies am weitesten für den 28 HTC. Deswegen denke ich mal, werde ich die nächste Folge, die ich mache, wird dann die SP15 sein. Und dann schauen wir mal, vielleicht kommt zwischendurch noch eine gute Folge. Okay, bis dahin. Tschüss, tschüss.